Hallo Leute, euer Finanzgoblin hier. Ja, das Bankensterben geht weiter und bei unserem wunderbaren Bingo-Spiel konnten wir jetzt eine weitere Entität eliminieren. Die Credit Suisse ist jetzt auch weggefallen. Für den, der es nicht mitbekommen hat, wir haben gerade einen kleinen Meltdown im Finanzsystem und die eine oder andere Bank muss halt rausgebailt werden und die Credit Suisse ist eine von diesen Entitäten, die jetzt von der Schweizer Nationalbank, sagen wir mal, gerettet wurde, gebail-int oder gebail-outet wurde, je nachdem, wie man es betrachtet, während gleichermaßen natürlich auch die Aktionäre in diesem Fall etwas enteignet worden sind, beziehungsweise einen heftigen Haircut hingenommen haben oder hinnehmen müssen, ja. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie das Bankensterben weitergeht. Es macht auch mal echt Spaß, irgendwie mit dieser alltägliche Kryptovolatilität auch mal im TradFi-Space zu sehen. Ich wünschte, dass TradFi jeden Tag so wäre dann auf jeden Fall viel, viel witziger. Vielleicht irgendwie noch ein, zwei weitere Memes. Das hier fand ich irgendwie ganz lustig. und das hier natürlich auch. Ja, genau. Naja, aber wo ihr auf jeden Fall aufpassen müsst, ist, um mal ernsthaft zu werden, ich würde echt aufpassen, wenn ihr jetzt irgendwie versucht, auf fallende Kurse zu spekulieren, sei es jetzt entweder, indem man das Ganze leer verkauft oder indem man Put-Optionen holt. Wir hatten nämlich vor ein paar Tagen bei der Silicon Valley Bank mega viele Leute, die das Ganze halt geschortet haben. Oder beziehungsweise generell bei den ganzen kollabierenden Bankaktien. Hier, wie beispielsweise in einem im Screenshot von irgendeinem Reddit-User halt geteilt. Wall Street Bets Reddit-User. Und der hat halt einfach Put-Optionen geholt, die super, super weit aus dem Geld waren und hatte halt teilweise mehrere Millionen Prozente Profite halt auf seine Put-Optionen gemacht. Und naja, was kann denn dann dabei schiefgehen? Was dabei schiefgegangen ist, ist, dass natürlich dann der Broker einfach den Handel davon aussetzt und auch nicht mehr die Redemptions davon erlaubt. Essentiell das Ganze dann halt, wertlos verfallen lässt, wenn man das halt nicht irgendwie noch rollieren kann in quasi einen längeren Short und ja, genau. Also, und das ist halt auch irgendwie so der Scam, bei dem ihr halt aufpassen müsst, wenn ihr irgendwie versucht, jetzt welche von diesen Bankaktien zu shorten, dass halt zentralisierte Broker enge Geschäftsbeziehungen mit den Kontrahenten, mit den Gegenparteien haben und die dann im Zweifel einfach sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie die Counterparties dazu auffordern würden halt quasi das Ganze einzulösen, würden die entweder pleite gehen oder würden halt irgendwie einen großen Verlust einfahren. Dementsprechend screwen wir lieber Retail und setzen einfach das Ganze vom Handel aus. Und das ist halt einfach so, sagen wir mal, TradFi 101. Das ist genau das, warum wir eigentlich im Crypto-Space unterwegs sind. Und das ist halt einfach ganz normales Geschäftsgebaren. Ich meine, so von einem rechtlichen Standpunkt aus ist das sicherlich auch komplett fein, was die machen. Also die Aktie ist halt gehaltet vom Trading und jetzt ist es dann eigentlich natürlich auch bei euch an der Obligation, dass ihr natürlich eine Option habt, das Ganze dann halt zu verkaufen. Aber wenn ihr die Aktie nicht haltet zu dem Zeitpunkt, um die verkaufen zu können, dann ist das eure Schuld und nicht die Schuld des Brokers. Das heißt, ihr müsst halt irgendwie euch darum kümmern, dass ihr dann auch diese Aktie habt, die ihr dann zu dem Zeitpunkt veräußern könnt. Und während das halt irgendwie rechtlich okay ist, halte ich das halt, sagen wir mal, für moralisch eher fragwürdig, weil es halt einfach
Retail, naja, einseitig benachteiligt, weil man halt eben nicht als Retail-User die Möglichkeit hat, OTC sich halt die Aktien und so weiter aufzukaufen und dann, naja, die Option halt auszuüben und dann halt seine millionenfachen Gains halt reinzumachen. Die sagen dann halt lieber, okay, sollen halt die Retail-User dagegen klagen, dann sparen wir uns halt irgendwie jetzt gerade einen Verlust von mehreren 100 Millionen, kriegen dann irgendwie von der amerikanischen, das ist dann nicht die Börsenaufsicht, sondern es müsste, glaube ich, das OCC sein, irgendwie eine Strafe von 1 Million oder so, aber haben halt dann irgendwie 100 Millionen oder so gespart an Losses, weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Art und die Welt dreht sich weiter niemand regt sich drüber auf. Also natürlich schon die User, die dann halt irgendwie ein paar Millionen Prozent im Plus waren, die halt irgendwie deep out of the money irgendwelche Puts geholt haben, aber ja, ist halt irgendwie deren Pech. Und ich fand es halt auch wirklich lustig. Ich werde auch den Beitrag hier in der Beschreibung verlinken. Ja, dass sowas halt einfach Business as usual ist und dass DeFi das ganze Problem halt löst. Also wenn du halt irgendwie alle Assets tokenisierst, dezentralisiert halt hast, und du dann auch irgendwie diese tokenisierten Aktien über dezentrale Optionsprotokolle wie zum Beispiel GMX handelst, dann ist das halt nicht möglich, dass irgendwie der große Player den kleinen Player einseitig benachteiligt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in den Kommentaren Leute sagen, ja, aber es ist doch reguliert und so weiter und so fort. Und es ist ja nicht die Schuld des Brokers, dass der Optionskäufer das Underlying halt nicht hat. Und ich stimme da halt auch zu, aber man hat halt, es ist halt nicht, sagen wir mal, nicht jeder hat irgendwie das Zugang zu dem gleichen System. Und in DeFi hat halt jeder, hast du irgendwie einen Private Key, hast du halt auch Zugriff zu den ganzen Smart Contracts, die das Ganze absichern und hast dann halt auch nicht so einseitige Scams, wie halt in dem Fall wieder geschehen. Also dementsprechend, Leute, Takeaway. Wo ihr aufpassen müsst, wenn ihr jetzt irgendeine von diesen Legacy-Institutionen shorten wollt, dann würde ich halt echt aufpassen, irgendwie mit Put-Optionen zu handeln, weil im Zweifel, wenn ihr irgendwie tief aus dem Geld irgendwie etwas macht und dann halt eure paar Millionen Prozente einheimst, dann wird euer Broker das höchstwahrscheinlich sowieso abschalten. Einfach nur, um die Geschäftsbeziehungen zum Kontrahenten, zur Gegenpartei halt zu wahren. Und ich glaube halt auch, dass das Ganze ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, wie man das Ganze dann halt als vielleicht irgendwie ein bisschen besser spielen kann, wenn man das Ganze irgendwie als Leerverkäufer macht. Also also bei der Option ist halt der Vorteil, oder ist halt der Nachteil, dass man die Aktie dann zu dem Zeitpunkt verkaufen kann. Aber als Leerverkäufer hat man halt den Vorteil, dass man das halt machen kann. Und selbst wenn das Ganze dann halt irgendwie sagen wir mal, vom Handel oder irgendwie sowas ausgesetzt wird, aber irgendwie so ein Broker dann halt irgendwie tief sagen wir mal, hätte auf jeden Fall ein Broker den Anreiz, sich halt günstig zu covern. So, aber in dem anderen Fall kann er halt irgendwie die Gegenpartei kann er halt irgendwie die Gegenpartei schützen. So, in dem Fall ist es halt einfach so, dass er dann sich halt auch anstrengen würde, um halt auch irgendwie, naja, günstig OTC an die Aktien zu kommen. Aber im Endeffekt ist halt beides keine super, super Option. Also eigentlich kann nur DeFi das Ganze lösen. Ja, genau. Also das ist zumindest meine Meinung. Aber auf jeden Fall echt, echt witzig, das Ganze halt mal wieder zu sehen. FTX, Credit Suisse, alles das Gleiche, alles das gleiche Ponzi-Scheme, Game, was alle miteinander spielen. Und ja, so ist es.
Ja, Leute, wenn ihr das interessant fandet, gerne einfach liken, subscriben, kommt in die Gruppe und bis zum nächsten Mal.